Hallo, letzte Woche habe ich euch den Slow Juicer gezeigt. Das ist das Gerät, was über langsames Zerquetschen von Obst und Gemüse die Vitamine schonend behandelt, sodass die auch alle im Saft sind. Aber dann kamen die Fragen, Michaela, warum nimmst du eigentlich keinen Smoothie Maker? Doch, das mache ich auch. Da mache ich zum Beispiel Spinat mit Gurke und so. Dann hat das natürlich eine ganz andere Konsistenz, ist eher so ein bisschen breiiger. Da hat man dann nur einen Topf und bei diesem Slow Juicer hat man eben zwei Sachen. Man hat den Saft und man hat den sogenannten Trester. Das ist für mich kein Abfall, weil es dann hieß, ja, aber das macht doch so viel Abfall. Und was man aus diesem Trester machen kann, das zeige ich euch jetzt gleich im Film, weil auch das ist eine super, super schöne Geschichte, um eine Mahlzeit ganz gehaltvoll und voller Vitamine, also eine kleine Vitaminbombe damit zu zaubern. Und die eine Möglichkeit, wie man es weiterverarbeiten kann, seht ihr euch mal an. Sieht super frisch und lecker aus. Guckt mal rein. Aus diesen Zutaten zaubere ich gleich den Salat. Hier habe ich einen kleinen Staudensellerie, drei Möhren und fünf kleine Äpfel einfach klein geschnitten. Daraus werde ich mit der Küchenmaschine dann Saft und Trester machen. Und dann habe ich noch eine Paprika, ein bisschen glatte Petersilie, die habe ich immer am Fenster stehen. Essig und Öl, Sprossen und dann noch ein paar andere Zutaten. Aber jetzt mache ich erstmal den Trester. Herrlich, oder? Ich könnte mich jedes Mal neu dran erfreuen. Wir haben wieder einen ganzen Krug Saft und ungefähr die gleiche Menge, das ist witzig, das ist ungefähr 50-50, die Menge an dem sogenannten Trester. Das sind die gequetschten Obst- und Gemüsereste. So, und jetzt kommt dieser Trester in die Schüssel. Es ist wie immer viel zu viel. Ich habe mehr als die Hälfte zur Seite gelegt, aber jetzt möchte ich euch zeigen, wie das aussieht. Also ich habe noch eine schrumpelige Paprika gefunden, die war zu schade zum Wegschmeißen, habe ich die einfach auch mit durchgedreht. Dann ist hier Apfel, Möhre, Sellerie und Gurke, die habe ich euch eben unterschlagen, weil die unten drunter lag. Und dann habe ich mir schon mal die Petersilienblättchen abgerupft. Paprika, ich nehme mal Spitzpaprika. Klein geschnitten aus dem Garten von Manuela, Feigen, die bringt sie mir immer mit. Ein ganz kleines bisschen dann noch Eisbergsalat. Mit Zitronensaft werde ich es abschmecken, aus dem eigenen Garten Tomaten und die Sprossen. So, auf geht's. Ich habe hier ein bisschen Zitronenessig. Einmal so ein bisschen schütteln, damit sich das alles gut vermengt. Nach Belieben drüber. Das muss man wissen, wie stark das ist und wie man das haben möchte. Dann natürlich das gesunde Olivenöl. Auch das macht ihr so, wie ihr das wollt. Ich habe übrigens zum Braten immer eine Karaffe. Ich hole sie mal gerade. Ja. Da habe ich im Olivenöl ganze Knoblauchzehen. Und damit kann man wunderbar aromatisiert anbraten. Ihr seht, ich habe das alles so in den Karaffen, weil ich finde, das ist einfach so ein bisschen Lifestyle. Und mein Tipp, schaut mal bei eBay, weil die beiden zusammen haben zum Beispiel 5 Euro gekostet. Finde ich schade, wenn sowas im Schrank rumdümpelt. Und man kann damit so ein bisschen zaubern und sagen, ach, finde ich einfach nur schön. Zitrone piekse ich mir so ein. Schmeiße mal gerade hier die 2 Kerne noch raus. Und dann einfach so ein bisschen da reindrücken. Auch das macht ihr so, wie ihr das wollt. Kräutersalz kann man zum Beispiel auch wunderbar selber einlegen. So ein bisschen Rosmarin ins Salz und dann natürlich immer frisch drüber malen. Und eins meiner absoluten Lieblingsgewürze ist Bam Boom Bang von Ankerkraut. Das ist der Werbeblock. Ich kriege da nichts für, sondern ich habe da jetzt schon die 3. Dose in Gebrauch und guckt mal, wie viel da drin ist. Es ist einfach unfassbar. Nehme ich inzwischen für fast alles. So, und dann kommen hier meine Paprikastückchen und auch die Feigenstückchen dazu. Die Tomaten sind so klein, die brauche ich gar nicht klein schneiden. Aber die Blätter vom Staudensellerie, ne, die mache ich so ein bisschen kleiner. Die sind ganz, ganz zart und geben ein super, super schönes Aroma. Also es wäre schade,
die wegzuwerfen. Kann man natürlich auch oben drauf streuen, habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Und dann die Blätter vom Kopfsalat oder hier in dem Fall Eisbergsalat, sondern mengt es einfach nur zusammen. Dann könnte man noch ein bisschen Knoblauch nehmen, wenn man das mag. Und dann gibt es einen super, super leckeren Fitness-Snack. Man könnte auch saure Sahne nehmen und Kräuter. Oder was ich auch sehr liebe, ist ein Kürbiskernöl. Das habe ich jetzt heute nicht, aber ich denke mal, so ein ganz klein bisschen Öl könnte noch dran. So, und zum Schluss streut ihr euch dann die frisch gewaschenen Sprossen drüber. Die kann man eigentlich auch ganz gut selber ziehen oder Kresse zum Beispiel. Und da noch so ein paar gebratene Hähnchenbruststreifen oder ein bisschen Fisch oder vielleicht ein paar Scampis. Und das gibt eine Top-Mahlzeit, die gesund ist. Noch ein paar gebratene Scampis drüber, das Glas Saft dazu. Und das ist ein ganz gesundes Abendessen, so als würde man das im Restaurant bestellen. Aber selbstgemacht ist es viel schöner, vor allen Dingen, weil man dann ganz genau weiß, was drin ist. Guten Appetit!